Damit begrüßen wir Sie mit einem sehr schönen Foto einer unseres Erachtens wertvollsten Immobilie mitten im Stadtgebiet, die dem Landkreis gehört. Also alle Gebäudlichkeiten samt Grundstück, wir werden da noch drauf zurückkommen. Meine Damen und Herren, nochmal in Erinnerung. Ich stelle jetzt einmal die These auf, der Bürgerentscheid für Burghausen, sage ich jetzt einmal, hat schon einen halben Sieg errungen, obwohl noch gar nicht abgestimmt wurde. Warum komme ich zu dieser These, zu dieser Aussage? Es war ja ganz anders geplant. Es war geplant, und da sehen Sie die Grunddaten. Ich war selber beim ersten Termin dabei, Vorstellung des Gutachtens im Verwaltungsrat. Auch beim zweiten Termin, das war dann in Burgkirchen, Vorstellung des Gutachtens im Kreistag, das war derselbe Ablauf, dieselben Redner, dieselben Inhalte als wie im Verwaltungsrat. Es war ursprünglich geplant, eine Abstimmung noch vor Weihnachten im Kreistag am 22.12. Ich habe den Landrat zweimal gefragt, ob er das so ernst meint in diesem Zwischenraum, das so schnell übers Knie zu brechen und im Kreistag entscheiden zu lassen. Und er hat mir das zweimal bestätigt, dass das seine Absicht ist, weil er möchte das Thema möglichst schnell entscheiden, damit da nicht wochenlang oder monatelang Diskussionen entstehen und ein Gezerre und eventuell manche Fehlentwicklungen, Verunsicherung der Patienten und vom Personal oder nicht gesprochen, in dieser ganzen Situation. Das wollte man also vermeiden, und es ist auch in der Pressekonferenz, die unmittelbar nach der ersten Vorstellung des Gutachtens stattgefunden hat, unmittelbar danach. Also das Gutachten hat vorher keiner gekannt, weder die Ärzteschaft, noch der Personalrat, noch Einzelmitglieder des Personals. Ich weiß nicht, ob es der Vorstand so ganz gekannt hat, vor der Vorstellung, keine Fraktionssprecher im Kreistag und kein Verwaltungsrat. Ja, das ist dort vorgestellt worden, und nach den 3-4 Stunden kam unmittelbar die Pressekonferenz mit der Aussage, Burghausen wird zum 01.01.2016, da haben wir den 31.12.2015 draufgeschrieben, aber das ist ja das Gleiche, wird zum 01.01.2016 geschlossen. Und ich war am nächsten Tag in der Früh in München und bin vom Bayerischen Rundfunk angerufen worden, ja, um 9 Uhr. Ich soll dazu jetzt eine Stellungnahme abgeben zur Schließung des Burghauser Krankenhauses, was ich dann natürlich auch telefonisch gemacht habe in dieser Richtung. Ja. Also das muss man wissen, dass das die Eckdaten waren, wie man ursprünglich diese Sache behandeln wollte. Also wenn man heute sagt, ja, Gott sei Dank gibt es ein Bürgerbegehren, ja, da nehmen wir die Politik raus und da sollen die Bürger das entscheiden. Wenn man das so hinstellt, als wäre das mehr oder weniger so gewünscht gewesen, dann ist das mitnichten so. Mit dem Instrument des Bürgerbegehrens, und da bin ich den Initiatoren ja dankbar, die sind ja auch hier, wir haben uns natürlich da auch abgesprochen, ist dieser Zeitplan verhindert worden, der vorher vorgestellt wurde. Sonst wäre das alles schon gelaufen gewesen. Und dann sind halt die Unterschriften gesammelt worden und die Situation ist entsprechend ins Rollen gekommen. Mit dem Teilerfolg, und jetzt komme ich auf meine Kernthese von vorhin zurück, der Kreistag hat nicht entschieden vor Weihnachten in einer Schnellentscheidung. Da hätte der Landrat schon seine Fraktion und auch Großteil der anderen vielleicht hinter sich gebracht, ja, nach dem Motto, das muss jetzt entschieden werden. Von einer Schließung ist jetzt nicht mehr die Rede. Jetzt spricht man von einer Interimslösung, was immer dann darunter zu verstehen ist. Wir werden das noch im Laufe des Abends erfahren. Der Zeitdruck ist herausgenommen und die Diskussion hat dann begonnen mit Leserbriefen, mit entsprechenden Stellungnahmen, mit der Veranstaltung im Stadtsaal und entsprechendes mehr. Also der Bürgerdialog
die man sich bei einer Entscheidung, wenn der, ich zitiere den Landrat, die wichtigste Entscheidung der nächsten 25 Jahre, Originalzitat, ist diese Entscheidung über das Krankenhaus. Und so eine Entscheidung, wenn man das ernst nimmt, ja, die wichtigste Entscheidung der nächsten 25 Jahre, hätte man dann mit diesem ersten Zeitablauf entschieden. Ich frage mich, ja, wo gibt es das eigentlich, in welchen Bereichen? So eine Sache übers Knie zu brechen und Beteiligte an der Diskussion, am Dialog auszuschließen. Über was reden wir? Zweiter Aspekt meiner Vorrede. Wir reden konkret, wenn wir vom Krankenhaus Burghausen reden, von diesen Zahlen, die ich Ihnen jetzt hier kurz wiedergeben werde, weil die sind eigentlich bisher immer untergegangen, die sind eigentlich gar nicht genannt worden. Wir haben fast 6.000 Patienten in der Akutklinik 2014 versorgt und 725 Geriatrie-Patienten. Wir haben fast 400 Mitarbeiter, das ist der viert- oder fünftgrößte Arbeitgeber in Burghausen. Wir sprechen auch von einem Schwesterwohnheim, das es da gibt, ja, mit 45 Wohneinheiten, fast 2500 Quadratmeter, das übrigens dringend saniert werden muss, ja, das ja im hinteren Teil steht, entlang der Straße, das in keinem so guten Zustand ist, da muss man in den nächsten 5 oder 10 Jahren irgendetwas tun in der Renovierung. Wir haben ein Schokoladengrundstück in der Stadt mit 35.000 Quadratmeter, was dem Landkreis gehört, meine Damen und Herren. Wenn man also von einer Schließung einer Klinik spricht, dann muss man wissen, was möchte man da schließen? Möchte man das einzäunen oder aus dem Verkehr ziehen oder marktwirtschaftlichen Grundsätzen unterwerfen? Möchte man verkaufen? Ja, was möchte man mit dieser Immobilie tun, mit den 277 Parkplätzen? Ja, das sind die Grundvoraussetzungen. Und bitte schauen Sie sich dieses Plakat auch an, weil das für mich schon eine ganz wichtige Botschaft enthält. Man kann natürlich Plakate und Werbemittel, die wir die nächsten Tage und Wochen in den Verkehr bringen werden, bis heute quasi der Auftakt, kann man verschieden gestalten. Wir gehen bei unserer Diskussion davon aus, dass wir nicht Altötting schwächen wollen, ganz im Gegenteil. Das erste Kreuz ist Altötting, das ist die Hauptklinik, das muss gestärkt werden mit allen Möglichkeiten, die wir im Endeffekt haben, weil davon auch der Bruder oder die Schwester, der Verbund nur so funktionieren kann. Das große Krankenhaus versorgt auch das kleinere mit. Man muss es vernünftig aufteilen. Man hat einen gewissen Charme auch in kleineren Einheiten. Man kann da auch schneller umstellen. Man ist da flexibler in gewissen Anpassungsprozessen. Also das ist, wenn man von Klinikverbünden spricht, ist das eigentlich das Geheimnis, dass man nicht alles auf ein Haus konzentriert. Wenn dort einmal umgebaut werden muss, dann wird eine Abteilung geschlossen, kann man sie verlegen auf den Partner, auf den Verbundpartner. Man hat hier einfach sehr viele Spielräume und sehr gute Möglichkeiten des gegenseitigen Ergänzens und des gegenseitigen, nicht des Konkurrierens, des Ergänzens und des gegenseitigen Austauschs. Das ist die Situation und deswegen sprechen wir bewusst von diesem Klinikverbund. Wir sprechen nicht davon, dass man jetzt alles ins Burghauser Krankenhaus investieren soll und da möglichst neue Dinge erfinden soll. Denn ich bin der Meinung, dass, und die Zahlen von 2014 zeigen das eigentlich, also mich interessieren jetzt nicht die Zahlen von 1980, 90, 2000, wo dann jetzt dieser Verlust aufsummiert wird, mit dem befasse ich mich gar nicht, ja, sondern ich befasse mich mit der aktuellen Situation. Und die aktuelle Situation in den beiden Kliniken war im Jahr 2014, das kann auch dann der Vorstand noch einmal erläutern oder auch ergänzen oder bestätigen, war hervorragend. Man ist an der Grenze der Aufnahmefähigkeit. Man hat eine hervorragende Belegungsquote von über 80%. Man war an mehreren Tagen voll ausgelastet, da konnte man gar niemanden mehr aufnehmen.
Das Personal arbeitet an der Grenze der Leistungsfähigkeit und Belastung, um diesen Ansturm, und wir hatten einen Patientenansturm im Jahr 2014. Das heißt, die Leute haben ein hohes Vertrauen in beide Krankenhäuser. Und von daher kommt man auch im operativen Ergebnis nicht auf minus 2-3 Millionen Defizit, sondern man kommt im operativen Ergebnis auf einen kleinen Überschuss, meine Damen und Herren. Das, was uns natürlich bedrückt, das sind die hohen Investitionen der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre. Das ist der Schuldenstand, den haben andere genauso, andere Kliniken, gibt es keine einzige, die das nicht hätte. Das ist die Situation, dass man hier zu wenig Zuschüsse vom Freistaat bekommt für Investitionsmaßnahmen, dass man mit den Fallpauschalen das Geld in der Klinik im normalen Geschäft auch bei höchster Anstrengung nicht verdienen kann und dass halt dann jemand da sein muss, der ein geringes Defizit, das man wirtschaftlich vertreten kann, im Sinne einer sozialen Grundversorgung und eines sozialen Auftrags, dass man das ausgleichen kann. Eine Geriatriestation wird nie ein Erfolgsrezept sein im Sinne der ökonomischen Betrachtung, ja, dass da ein Gewinn entsteht. Da wird immer ein Verlust entstehen. Auch eine Neonatologie in der Pädiatrie, die wir vor kurzem beschlossen haben, dass sie gebaut und ausgebaut werden soll mit über 3 Millionen Euro, die wird kein Gewinnbringer sein. Die wird das pädiatrische Angebot ergänzen in einer Schwerpunktdisziplin. Also das gibt es durchaus mehrfach, dass man in einem Gesamtverbund natürlich auch ein paar schwache Beine und schwache Bereiche hat, die man halt dann, aber die man braucht und die man auch wünscht und die man möchte, aber die man im Gesamtkonzept mittragen muss. Letzte Bemerkung, bevor ich dann weitergebe. Am Standort Burghausen sind in den letzten 5, 6 Jahren, und das kommt mir auch ein bisschen zu kurz in der Diskussion, sind in den letzten 5, 6 Jahren 12 bis 15 Millionen Euro investiert worden. Davon waren 7 bis 8 Millionen Euro staatliche Fördergelder dabei. Das sind Steuergelder, staatliche Fördergelder dabei. Die Entscheidungen, die Neurologie nach Altötting, dafür das Gefäßzentrum in Burghausen, die Auswahl der Ärzteschaft, die Situation in Altötting mit dem Dienstleistungszentrum, die Elektrophysiologie, die Neonatologie, alle diese Entscheidungen der strukturellen Neugliederung, der Spezialisierung, des Ausschöpfens von Patientenpotenzial über die Landkreisgrenzen hinaus, die Zugkraft, die Attraktivität. Alle diese Entscheidungen der letzten 5, 6 Jahre sind vom Vorstand vorgeschlagen worden, mit dem Ziel, er soll hier eine Umstrukturierung einleiten, damit man erfolgreich in der Zukunft arbeiten kann. Das waren die Vorschläge des Vorstands und der Landrat ist Vorsitzender des Verwaltungsrats, also waren es auch seine Vorschläge. Und sie sind nahezu alle einstimmig beschlossen worden. Wenn man heute sagt, wir müssen schließen, dann könnte man ja im Umkehrschluss sagen, dann waren es nicht nur die falschen Vorschläge zur falschen Zeit, nicht durchdacht, dann hätte man damals ein Gutachten machen müssen, bevor man da entsprechend investiert. Denn wenn jetzt gesagt wird, wenn Altötting ausgebaut wird mit 30 Millionen und man bekommt da 24 Millionen Euro Zuschuss und man muss die Burghauser 7 Millionen nicht zurückzahlen, also sind es 31 Millionen, dann sind das auch Steuergelder. Dann sind das ja auch Steuergelder. Das wird dann nicht irgendwo im Keller gedruckt, das Geld. Ja? Aufgrund einer Entscheidungssituation, die halt damals so war. Und ich finde, dass diese Entscheidungssituation, meine Meinung, ich habe da selber mitgestimmt, dass es die richtigen Entscheidungen waren. Und deswegen irritiert uns und alle, die da maßgeblich irgendwo mit beteiligt waren, diese Kehrtwende. Es gibt ja in Bayern im Moment sehr viele Kehrtwenden. Ja, aber das ist eine, die uns betrifft. Über die anderen brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, also von daher
überrascht uns das. Und wir haben versucht, Argumente zusammenzustellen. Das wird natürlich jetzt die nächsten Wochen entsprechend ergänzt werden. Ich bin ja nur hier auch Partner. Der Förderverein ist Partner für die Initiative, für die Initiative zum Bürgerentscheid. Wir werden das natürlich unterstützen, werden es auch begleiten, werden auch noch einige Veranstaltungen selber auch besuchen. Wir werden auch in der letzten Woche dann natürlich eine Schlussveranstaltung auch in Burghausen nochmal durchführen, wahrscheinlich im Stadtsaal. Also von daher ist das jetzt unsere Aufgabe als Förderverein.